Einsturz einer Autobahnbrücke nach Kollision eines Frachtschiffs mit Brückenpfeiler. Mehrere Fahrzeuge sind in den Fluss gestürzt. Außerdem ist es zu Auffahrunfällen im Bereich der Einsturzstelle gekommen. Bergen Sie sämtliche Fahrzeuge aus dem Wasser, bergen und versorgen Sie sämtliche Opfer und transportieren Sie sie ab. Da keine Einsatzkräfte auf der anderen Brückenseite zur Verfügung stehen, müssen Sie eine Pontonbrücke über den Fluss errichten. Gehen Sie im Verlauf der Rettungsarbeiten mit besonderer Vorsicht vor. Die Brücke weist nach dem Zusammenbruch strukturelle Schäden auf. Ein weiterer Einsturz ist möglich. Ha! Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Und damit willkommen zu Emergency 5 Mission... Nee, Emergency 4 Mission 5. Autobahnbrücke eingestürzt oder so heißt sie. Ja, wie gesagt, damit habt ihr wahrscheinlich nicht gerechnet. Ich am allerwenigsten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal eine Möglichkeit finde, das Ding aufzunehmen. Aber es gibt eine Möglichkeit. Ja. Und die habe ich gefunden. Sehr geil. Ich habe jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm, was wunderbar funktioniert. Richtig schön. Und deswegen kann ich euch jetzt auch endlich wieder Emergency-Stuff liefern, nachdem ich euch den ja versprochen habe. Es hätte sogar noch viel schneller gehen können, und zwar eine halbe Stunde schneller. Ich habe die Mission nämlich geschafft. Aber ich trottel... Wo willst du hin? Aber ist natürlich verkackt, mein Mikrofon runterzustellen, damit man mich überhaupt... Also mir es vor den Mund zu halten, damit man mich überhaupt hört. Fahrzeug 1 hört. Ja, das war nicht sehr intelligent. Könnte an dieser Stelle ruhig sagen. Egal, ich mach die Mission jetzt einfach nochmal, indem ich jetzt weiß, was ich machen muss. Deswegen wundert euch an manchen Stellen nicht, dass es einfach nur so vorkommt, als hätte ich Ahnung von dem, was ich tun würde. Ich habe die Mission schon mal gespielt. Nee, und so schwer ist sie nicht. Ist halt schon wieder nur so eine Mission, wo viel auf einmal passiert. Und deswegen müsst ihr aufpassen, dass ihr quasi überall gleichzeitig seid. Was macht das schon wieder, ey? Die KI geht mir jetzt schon wieder voll auf den Sack. Was gibt's? Alles klar. Davon lasse ich mich jetzt aber nicht beeindrucken. Ja. Wir haben ja soweit alles, was wir hier brauchen. Das muss sich alles nur so ein bisschen in Position begeben, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 3 unterwegs. Genau. Auch. Haben wir hier ein bisschen Platz ab. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Und dann geht's los. Die ersten zwei Verletzten haben wir hier. Und was? Die Risse da auf der Fahrbahn. Ja. Scheinen tief zu sein. Womöglich gibt's da noch größere Schäden. Wir sollten uns beeilen. Jawohl. So, was ihr hier seht, da sind noch zwei Leute im Wasser und die treiben auch ab. Wegen ganz schnell sein. Ansonsten sind die hier mal ganz schnell tot. Das wollen wir ja nicht. Ja. Hier müssen zwei Taucher rein, da und da. Und darum versuche ich versuche es, es ist mehr ein Kampf als in Ordnung, dass es richtig klappt. Im Wasser befinden sich keine Personen mehr in Gefahr. Ich muss nämlich den Kran hier in Stellung bringen, genau deswegen. Und wir brauchen jetzt noch zwei Krankenwagen. Jawohl. Eigentlich sogar mehr. Fahrzeug eingetroffen. Aber jetzt fürs Erste sind... Obwohl wir hören. Nee, noch... Doch, noch einen dritten. Komm, all guten Dinge. Drei, holen wir einen dritten. Fahrzeug 9 werden wir gleich brauchen. Unterwegs. Fahrzeug 8 hört. Bin unterwegs. Fahrzeug 5 hört. Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Die Taucher haben jetzt ihr Soll soweit erfüllt. Wir haben soweit alles, was wir von denen wollen. Klang so, als ob gleich nochmal ein Teil der Brücke zusammenbrechen würde. Los geht's. Fahrzeug 5 hört. Was gibt's? Wo ist eine andere Dödel abgesagt? Fahrzeug 8 hört. Bin unterwegs. Denn das Boot muss auch hier mal anlegen, an das große Schiff. Und hier sind nämlich auch noch Verletzte drauf, die wir auch hier versorgen müssen. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 12 hört. Bin unterwegs. Wird umgehend. Muss ich gerade gucken. Hier haben wir. Hier ist der soweit schon fertig. Fahrzeug 1 hört. Ja, muss ich gerade überlegen. Soweit läuft alles sogar recht gut. Zumindest von organisatorischen her. Läuft das Ganze ganz gut hier. Es muss halt alles recht schnell gehen. Und was auch jetzt cool ist bei Emergency 4, falls ich das nicht mal irgendwo erwähnt hatte. Ja, alles klar. Die Sanitäter kümmern sich automatisch um Verletzte, wenn
sie nah genug dran stehen. Zweite Auto noch rausziehen. Du bist ja auch fertig. Man muss hier wirklich am besten 20 Hände haben, damit man hier überall gleichzeitig sein kann. Das ist das große Problem bei dieser Mission. Nicht, dass sie jetzt irgendwie schwer ist. Ihr müsst bloß wieder überall gleichzeitig sein, ihr seht es ja hier gerade. Sie haben alle Fahrzeuge aus dem Wasser geborgen. Gut gemacht. Muss ich gucken, wo ich den jetzt abstelle. Ich glaube, da sieht es ganz gut aus, wenn man da echt auch abstellt. Den dritten Sanitäter holen wir auch schon mal hier mit rüber. Fahrzeug 9 hört. Weil ich habe das Gefühl, dass es da schnell Probleme geben könnte. Was machen die denn da? Achso, der kümmert sich direkt halt um den nächsten. Dann kümmerst du dich mal um den da drüben. Ich will nämlich jetzt schon langsam anfangen, die ersten Leute hier abzutransportieren. Weil mein Problem ist hier gerade zumindest, dass es hier echt voll wird. Ihr seht es ja. Und blockierende Rettungskräfte sind nicht wirklich angenehm. Das kann ich euch sagen. Und sie blockieren gerade aufs Übelste. Und das nervt. Ihr seht das ja. Ja, genau. Blockiert auch meine normalen Leute hier, meine Fußtruppen. Fahrzeug 10 Fahrzeug 8 So, wir haben jetzt hier drüben für jeden Verletzten. Fast für jeden Verletzten. Was hier gibt's? Ist ja noch einer. Alles klar. Nämlich er. Ich hätte auch, glaube ich, den Krankenwagen hier drüben anders positionieren sollen. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. Was gibt's? Wen unterwegs? Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade auch da nicht so viel zu sagen kann. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Auf dem Weg. Fahrzeug 3 hört. Fahrzeug 6 hört. Was geht unterwegs? Können Sie jeden Augenblick auseinanderbrechen? Ist sie schon evakuiert? Hatte ich das erwähnt? Ich glaube, die Brücke bricht zusammen, sobald die Pontonbrücke fertig ist. Und nein, man kann mit dem Boot nicht hier drüben ansetzen. Wenn ich das Boot anklicke, ihr seht, gibt bloß zwei Positionen, wo ich hin kann. Das ist ein bisschen blöd. Auf jeden Fall ist das blöd. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 12 hört. Schon unterwegs. Fahrzeug 8 hört. Bin unterwegs. Fahrzeug 12 hört. Schon unterwegs. Na, komm. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 auf dem Weg. Haben wir jetzt hier noch jemanden? Ah ja, die müssen noch nach Hause. Fahrzeug 12 hört. Fummelige Scheiße hier, ey. Ja, auf dem Weg. Der muss auf jeden Fall da noch mit hin. Der hier steht ganz gut. Wir sind auch gleich fertig hier. Also ihr wisst Bescheid, gleich macht's bum 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 und peng und puff. Und jetzt brauche ich langsam einen Krankenwagen, aber jawohl. Ohne den Notarzt, nur mit Sanitäter, das reicht. Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug 8 hört. Fahrzeug 9 hört. Und auch der Feuerwehrmann kann dann erstmal einsteigen. Den brauchen wir nachher nochmal woanders. Hier ist er jetzt soweit fertig. Ja? Fahrzeug 13 hört. Schon unterwegs. Und auch der kann schon mal woanders Fahrzeug hinfahren. Das war auch schon mal hier runter. Dann kann ich nämlich die zwei Verletzten hier oben auch direkt abholen. Ja. Wichtig ist halt einfach, so schnell wie möglich die ganze Unfallstelle auch wieder zu säubern. Ich speichere mal ab. Damit sich hier nicht die Rettungskräfte stauen. Und das ist zum Teil sogar noch schlimmer. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, die Brücke ist noch nicht ganz fertig. Vorsicht. Da hinten auf der Brücke ist alles gescheitert. Sie wird jeden Moment auseinanderbrechen. Die ist noch nicht ganz fertig. Oder fehlt noch ein bisschen was? Fahrzeug 14 unterwegs. Dann kann ich mich jetzt hier um die ein bisschen kümmern. Wird ausgeführt. Ich muss auch gerade überlegen, wie viele Fahrzeuge wir drüben auf der anderen Seite brauchen. Wird umgehend durchgeführt. Die
können wir dann auch gleich abziehen hier, die Notärzte. Fahrzeug 15 hört. Höre. Wird ausgeführt. Jetzt ist die Brücke fertig. Jetzt müsste die andere gleich einbrechen. Wenn ich das richtig denke. Es ist ein. Ja, genau. Jetzt habe ich natürlich hier noch einen Kasten gezogen. Den haben wir jetzt auch im Bild. Beim Einsturz der Brücke sind weitere Fahrzeuge ins Wasser gestürzt. Führen Sie die nötigen Bergungsarbeiten durch. Kümmern wir uns sofort drum. Kümmern wir uns sofort drum. Auf dem Weg. Und zwar, jetzt ist es wichtig, die zwei Typen hier, das sind zwei, das erkennt man kaum, das sind aber zwei, die sind mit ins Wasser gefallen. Und, es sind wieder Autos im Wasser. Also müssen wir auch unseren Kran rüberschicken. Das ganze Problem bei dieser ganzen Mission ist jetzt, dass immer nur ein Auto rüberfährt und immer nur einer rüberlaufen kann. Es ist nicht so, dass zwei Fahrzeuge rüber können gleichzeitig. Nein, das geht nicht. In Ordnung. Im Wasser befinden sich keine Personen mehr in Gefahr. Fahrzeug unterwegs hört. Fahrzeug 8 hört. Fahr jetzt rüber. Gut. Man muss da wieder so ein bisschen babysitten, weil die Wegfindung echt für den Arsch ist, mal wieder. Fahrzeug 8 hört. Ich glaube, auch bei Emergency 5 ist es sogar nicht besser. Das Spiel soll ja prinzipiell eine ganz schöne Gurke sein. Aber jetzt muss ich kurz überlegen. Satz 2. Ja. So an. Ja. Fahrzeug 1 hört. Dahin? Fahrzeug 5 hört. Aber zumindest kümmern sich die Sanitäter um das Notwendigste. Ja. Wenigstens was. Bin dabei. Obwohl man die Autos schon sieht, kann man sie halt nicht rausziehen. Kümmern sie sich dann dritt um zwei Leute? Tatsache. Ist egal. Das ist nicht so. Oder sind die da noch zu dritt? Ich kann das auch kaum erkennen. Ich sehe das einfach nicht so. Den da weg. Wie viel habt ihr da liegen? Das sind tatsächlich drei. In Arbeit. Das sind tatsächlich drei, die da liegen. Das erkennt man aber auch überhaupt nicht, ey. Nein, ja. Auf dem Weg. Das ganze Problem jetzt hier an der Sache ist, ja. Was gibt's schon? Wir haben auch hier noch zwei Leute, die eingeschlossen sind, und die müssen natürlich auch befreit werden. Fahrzeug 16. Theoretisch haben wir aber Prioritäten, denn normalerweise wollen wir die aus dem Wasser zuerst befreien. Was machst du? Oh. Und der steht auch auf der falschen Seite. Ja. Auf dem Weg. Das ist, was ich an dem Spiel, an der ganzen Serie so manchmal nicht leiden kann. Ich hasse es. Auf dem Weg. Stelle dich bitte dahin, wo ich es dir sage. Okay. Schon zum Teil ist es bei der Mission sogar so, dass ich, wenn ich auf die Brücke klicke, das Spiel denkt, ich würde wollen, dass er runterfährt. Was ich ja nicht will. So, hier müssen wir jetzt gleich aufpassen, weil ansonsten kommt mein Kran hier gleich nicht durch. Ich brauche jetzt noch zwei. Genau. Da kann ich auch gleich zwei bestellen. Jawohl. Ich muss jetzt hier bloß gleich aufpassen, dass ich das richtig mache. So, er kommt hier rüber. Weil sonst kommt er gleich wieder nicht raus. Das wäre mal wieder sehr dumm. Wäre aber nicht erst. Ihr merkt schon, ich rege mich mal wieder extremst über die KI auf, aber wenn sich das seit Teil irgendwas nicht ändert, dann ist das doch schon ein guter Grund, sich darüber aufzuregen. Es kann halt irgendwo nicht sein. So, du fährst jetzt bitte dahin. Und bitte stell dich nicht an wie der Letzte. Ich hab sogar bitte gesagt. Was geht schon unterwegs? Ist in Arbeit. Ja. Mussten, ja, gut. Gut.
Fahrzeug 19 hört. Hast du gut gemacht. Hört. Ja, ich habe die KI mal gelobt. Obwohl ich erst meckern wollte, aber okay. So, hier brauchen wir noch eine Rettungsschere, weil das hier wirklich drei Typen sind. Ich muss langsam aufs Geld achten, wird teuer. Ja, der Staat bezahlt's, aber übertreiben darf ich's nicht. Fahrzeug 5 hört, ja. Fahrzeug 19 hört, schon unterwegs. Haben wir jetzt soweit alles? Ich muss gerade überlegen. Eigentlich sollten wir jetzt soweit alles haben. Einzig Wichtige ist jetzt nur noch im Wasser. Ansonsten sind jetzt auch alle Verletzten in Behandlung. Sie haben alle Fahrzeuge aus dem Wasser geborgen. Gut gemacht. Ich sag ja, die Mission ist im Prinzip echt nicht schwer. Beachtet einfach, was ich euch gesagt und auch gezeigt habe, wenn ich jetzt irgendwo mal was nicht zugesagt habe. Hier, dass hier zwei Typen drin sind. Dass insgesamt vier Fahrzeuge im Wasser liegen am Ende der Mission. Und dass die Typen hier am Anfang abtreiben, das ist so das Wichtige. Wenn ihr euch das soweit merkt und daran denkt, dann ist die Mission nicht schwer. Ich weiß auch gar nicht, ob es notwendig ist, am Anfang echt den Hubschrauber zu schicken. Das weiß ich gar nicht. Wenn ihr die Mission mal gespielt habt, könnt ihr mir ja sagen, ob ihr am Ende, also wenn ihr mit der Pontonbrücke rüberkommt, wie das auch schafft, ohne dass der stirbt. Oh, das war knapp jetzt hier bei ihm. Ja, auf das ist eigentlich so, wenn ihr hier die Fahrzeuge ins Wasser fallen, dann haben die im Auto normalerweise auch Priorität. Weil die sind schneller Gemüse als der Rest. Das konnte ich euch jetzt nicht zeigen, aber die zwei Typen hier hatten, als ich sie rausgeschnitten habe, über ein Viertel vom Leben gehabt, während die aus dem Wasser, ihr habt es ja gerade bei dem gesehen, schon kurz vorm Tode standen. Ja, auf dem Weg. Ist in Arbeit. Jetzt kann ich anfangen, die ganzen Leute hier abzutransportieren. Das muss ich auch Stück für Stück machen. Wenn man es alles gleichzeitig macht, dann geht das alles nach hinten los. Bin unterwegs. So. Der hier unten. Ja. Guckt auch durch. Fahrzeug 22 hört. Oh, muss gucken, ob ich jetzt nichts vergessen habe. Unterwegs, ja. Nö, das sieht gut aus. Fahrzeug auf dem Weg. Fahrzeug 22 hört. So, den nur noch. Auf dem Weg. Höre. Und den anderen auch. Fahrzeug schon 22 hört. Fahrzeug 21 hört. Wird gemacht. Was gibt's? Ist in Arbeit. Mm. Fahrzeug 7 hört auf dem Weg. Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 7 hört. Schon unterwegs. Ich glaube, dass wir haben jetzt auch nichts vergessen soweit. Ist in Arbeit. Muss sich halt immer ein bisschen konzentrieren manchmal, gerade wenn man das nebenbei live kommentiert. Weil halt so viel gleichzeitig passiert. Oder man sich um alles alleine kümmern muss hier, seht ihr ja. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, habt ihr schon gesehen, was der Kniff an dieser Mission ist. Falls es jemals eingab. Und das müsste es jetzt dann auch gleich gewesen sein. Er müsste jetzt hier der Letzte sein. Ich habe es sogar noch schneller geschafft als bei der ersten Aufnahme. Ja? Da habe ich 20 Minuten gebraucht. Da wusste ich aber einiges nicht, wie zum Beispiel, dass die Typen hier im Auto noch sind, wieder. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir den Krankenwagen-Bus freigeschaltet haben. Der macht das wieder so ein bisschen einfacher. Dann ist hier nicht alles wieder verstopft. Ihr seht, das sind auch alles so eine engen Wege Sie hier. Sie haben schnell und entschlossen gehandelt. Als die Brücke an der zweiten Stelle eingestürzt ist, dachte ich für einen Moment lang, sie würden in Schwierigkeiten geraten. Aber von wegen. Weiter so. War eigentlich nicht schwer, die Mission. Wie gesagt, ging. Ja. Was ich vorhin noch gekriegt habe, was ich wahrscheinlich jetzt nicht kriegen werde, ist noch einen Orden.
Aber 97% glaube ich war besser als vorhin. Vorhin habe ich noch den Orden hier unten gekriegt. Weiß gar nicht für was. Für irgendwas. Gut. Ist ja egal. Wir haben jetzt die Mission geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Emergency spielen. Und dann Mission 6. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.